Da war gerade eine Van Gogh-Ausstellung und ich lief da mit Emma lang und alle Leute fragten mich, wo denn die Van Gogh-Ausstellung ist. Und nicht die anderen Leute, die da rumstehen, sondern nur mich, weil, ne? So. Hallo, das ist Emma, ich bin Enno und ich bin hier, um bei Diffus freundlicherweise über mein neues Album Der beste Verlierer sprechen zu dürfen und freue mich sehr. Worum geht es in deinem neuen Album Der beste Verlierer? Also letzte Platte war halt so ein bisschen der Blick auf die Menschen um mich herum und die Krisen, die da so los waren. Und jetzt bin ich sozusagen ein bisschen, also zum Teil einerseits selber der Patient und andererseits ist die Gesellschaft der Patient. So, also es gibt einfach unwahrscheinlich viel, was gerade so los ist. Das kriegen wir alle mit. Und ich blicke eben auf mich in der Krise und auf die Gesellschaft in der Krise und versuche dabei möglichst hoffnungsvoll und konstruktiv zu bleiben. Welche Rolle spielt beim Schreiben der Humor für dich? Humor ist ja immer ein sehr, sehr hilfreiches Mittel. Das ist ja irgendwie so, was ich so gelernt habe, auch so in den letzten Jahren, dass in den dunkelsten Stunden so schwarzer Humor doch sehr hilft. Also Lachen ist halt einfach auch eine Superkraft so. Und wenn man das hat und sich das bewahren kann, auch in den beschissensten Zeiten so, hilft das schon mal, weil allein ja das physische Lachen schon hilft. Es setzt ja was frei und ich finde, dass Humor einfach super wichtig ist so und ich bin halt Riesenfan von Dad Jokes einfach und hau die immer raus und finde das immer, hab da große Freude dran und habe irgendwie so in den letzten Jahren, glaube ich, so in fast jedem Song so einen Dad Joke oder so einen angedeuteten irgendwas so untergebracht so irgendwie ist es dann auch cool, wenn ich ein Konzert spiele und ich merke, das Thema ist schwer, aber ich habe dann selber noch was zu lachen dazwischen, weißt du so, das ist eigentlich ganz geil. Gibt es eine Anekdote über die Entstehung des Albums, die du gerne erzählen würdest? Ich habe dann noch in Hamburg gewohnt, ziemlich nah an einem Museum. Und da war gerade eine Van Gogh-Ausstellung. Und ich lief da mit Emma lang. Und alle Leute fragten mich, wo denn die Van Gogh-Ausstellung ist. Und nicht die anderen Leute, die da rumstehen, sondern nur mich. Weil, ne? So. Und dann kam ich so drauf, dass halt irgendwie so, ja, da scheinbar ein bisschen eine leichte Ähnlichkeit vorhanden ist. Und dann kam ich auf die Zeile, hast du deinen Van Gogh gefunden, depressiv offenes Ohr? Kam halt darüber. So. In welches Genre würdest du das Album einordnen? Letztes Album war so, würde ich sagen, der balladeske Pop mit so leichten Hip-Hop-Einflüssen irgendwie. Jetzt die Platte ist so, ich gehe wirklich zurück zu meinen alten Helden, die mich am meisten inspiriert haben von Anfang an oder ja, seitdem ich Musik mache. Und das sind halt Bruce Springsteen und The National und The Killers. Ich habe 2022 auf dem Hurricane Festival The Killers live gesehen, bin schon immer Fan und habe direkt 2 Tage danach war ich zu Hause und habe angefangen, Bunker zu schreiben. Auch so ein bisschen New Wave, The Cure war auch auf jeden Fall ein Einfluss, zumindest so in der ersten Single auf jeden Fall. Fällt es dir leicht, dich in deiner Musik verletzlich zu zeigen? Ich bin schon länger irgendwie so im Songwriting, dass ich mich auf jeden Fall verletzlich zeige und dass ich auch in so härtere Themen reingehe, in Tod und so weiter und Trauerarbeit und auch Depression habe ich auch schon öfters behandelt, aber immer metaphorisch. Ich habe in Ein Astronaut davon gesungen, ich habe später in Wofür hältst du dich davon gesungen. Mir hat es in den letzten Jahren, so gerade in der Pandemiezeit, gab es einige Beispiele, einige Menschen, die sich geöffnet haben und geäußert haben dazu und sich gezeigt haben und das hat mir selber irgendwie geholfen, weil ich dann gesehen habe, es gibt sehr viele Menschen, die da so in diesem Boot phasenweise drin sitzen. Und mir hat das geholfen, auch meine eigene Depression ernster zu nehmen. Ich habe so das Gefühl, ich habe es früher vielleicht ein bisschen romantisiert oder auch vielleicht gedacht, so es gehört ja zu mir dazu oder so. Weil ich bin ja nun mal ein Künstler und ein Künstler muss ja melancholisch sein oder so. Dabei gibt es ja immer verschiedene Seiten. Ich bin eigentlich super gerne lustig und mache dumme Witze und habe eine gute Zeit so, ne? Es ist halt nur so in der Musik selber, also es war immer die traurige Musik, die mich sehr viel mehr angesprochen hat als die Bailandos oder Mambo Number Fives oder so. Wie kam es zum Albumcover? Das Cover war so ein bisschen, ich meine, schau mich an, ne? Ich bin jetzt 37, das Gesicht gibt jetzt nicht mehr so viel her, ich bin jetzt selber nicht mehr so Covergirl-fähig, wie ich das vielleicht vor 10 Jahren noch war, als ich vorne drauf war. Ich war auf dem Klo, mein Fotograf Jan, liebe Grüße, hat so ein paar Bilder von Emma einfach gemacht. Und dann sah das einfach so viel besser aus als jedes Bild, wo ich alleine drauf war. Und dann wussten wir, okay, das ist es. Ich wollte auch so ein bisschen, also wie gesagt, die Platte hat sehr ernste Themen, ne? Aber überwiegend sehr hoffnungsvoll und konstruktiv. War mir total wichtig. Das ist halt, weil wenn die Themen schwer sind, muss ich nicht auch noch irgendwie total destruktiv darüber schreiben. Aber ich wollte generell jetzt nicht irgendwie vorne einen traurigen Typen drauf machen, sondern eher vielleicht was Weiches,
kuscheliges, warmes, weil ich empfinde die Musik auch überwiegend als warm und hoffnungsvoll. Und ja, ich dachte, dann machen wir mal einen trojanischen Hund. Wieso hast du dich dazu entschieden, das Outro in drei Parts aufzuteilen? Das ist eine Kritik an die Streaming-Landschaft. Ich habe sehr viele Songs gemacht, die sind 5 Minuten lang, die sind 6 Minuten lang. Ponyhof, mein zweitmeist gespielter Song, ist 7 Minuten oder so. Und Leute, die halt so 2 Minuten Songs machen, kriegen innerhalb von 2 Minuten genauso viel Geld wie ich für 7 Minuten. Und wir sitzen stundenlang im Studio und bauen alles selber und samplen und was weiß ich. Und dann irgendwie dafür nur fucking 0,3 Cent oder sowas zu bekommen für 7 Minuten oder für 10, finde ich eine Frechheit. Und darum war so der Gedanke, okay, ich zerteile das in 3 Teile. Dann hat man einen Teil, wo ich bis zum Ende singe. Und dann gibt es noch so eine Durchführung hin zu dem ja, sehr verträumten, ausklingenden, hoffnungsvollen Ende. Wie siehst du die Entwicklung der Musikindustrie? Ich sehe auf jeden Fall so, ich möchte mein Leben lang gerne Alben machen, sofern ich Ideen für Alben habe. Und das ist eigentlich meistens der Fall, dass ich irgendwie das auch so als Herausforderung begreife, was kann das ganze Werk in der Langstrecke sein von 35 bis 45 oder 50 Minuten oder sowas. Was will ich da in diesem Rahmen erzählen? Wie kann ich einzelne Songs miteinander verbinden? Und das ist auf jeden Fall etwas, was mir sehr wichtig ist. Und ich habe Gott sei Dank, danke, ein Publikum, was auch Alben noch hört. Und die Entwicklung ist natürlich so, wir alle KünstlerInnen gerade müssen so sehr kämpfen für unsere Reichweite und Aufmerksamkeit. Und es wird immer mehr Musik veröffentlicht, was genial ist, ist ein Geschenk. Aber gleichzeitig wird es immer schwieriger, da reinzukommen. Und jetzt ist halt ein unfassbarer Druck da. Eigentlich ist die Vorgabe gerade von dem Monsieur Eck, dass wir alle 6 Wochen ein Lied rausbringen müssen, um von Musik leben zu können, ist so seine Äußerung, glaube ich, gewesen. Für mich funktioniert das auf jeden Fall nicht, dass ich alle 6 Wochen ein Lied rausbringen kann. Das schaffe ich nicht, beziehungsweise es würde massiv an Dichte und an Tiefe verlieren. So. Worauf freust du dich jetzt? Ich freue mich so sehr, einfach endlich wieder auf Tour zu sein. Ich mache den ganzen Scheiß nur, weil ich es liebe, Konzerte zu spielen. Also dann habe ich das Gefühl, es gibt einen Sinn für mich auf dieser Welt. Dann weiß ich, da bin ich richtig, das kann ich, das beherrsche ich. Also wir planen ganz viel, auch Licht- und Bühnenbildmäßig und fette Band am Start. Ich hoffe, wir sehen uns.